Okay, wir gehen wieder raus. Jetzt weiß ich, warum ich nicht aufs Darmklo gehen sollte. Dann gehen wir doch lieber hier rein. So. Andere Macht. Augenmaske. Bringt die Kostüme eigentlich auch noch irgendwas? Also so ein Status-Effekt normal nicht, ne? Das Hodenkind ist auch wieder drin. Gut. Charakterbögen. Rang 3, da müssen wir ein bisschen leveln. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann! Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Die Schule ist aus. Was machst du noch hier? Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Na schön. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Ich warte auf den Mathematikwettbewerb. Klar, machen wir ein Selfie. Ja, danke. Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Klar, ich mache 10 Selfies täglich. Schick! Hm.
Loot, 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 loot. Dieser Bilder. Hey, du bist der Neue, richtig? Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Lass dir Zeit, okay? Im Prinzip haben wir ewig Zeit, aber je eher, desto besser. Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast? Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass er, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie. Okay. Also nein, gar nicht, es ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass... Dass es ein Junge ist, okay? Ja, nein, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay? Wiederhören, okay? Okay, das ist meine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Okay, ja, dann lassen wir das einfach mal so. Mal sehen, was so passiert. Schau, schau! Das ist doch so was Geschlechtsneutrales! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Haben wir jetzt schon mal wieder ein Level? Nö. Ich prügle dich zum Hetero, so wie Harry damals, 94! Beeilen wir uns!
Spiernis? Alter, chill. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Ja. Geht's, Humankind? Hat was. Ich brenne wie der Busch in der Bibel. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Oh, alles okay, Super Craig? Klar, mir geht's super. Ja, das kennen wir hier schon vom Stick of Two so. Wir machen es alles. Pew, pew. Cool and Friends für immer. Er ist es, Super Craig. Das Klopfen höhlt den Schädel. Das Publikum wird toben. Alter, verausgab dich nicht. Ein paar in der Art, dann sind wir durch. Kritisches Publikum. Das habe ich kaum gesehen. So, jetzt haben wir noch. Ja! Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Fühlt den Zorn von Humankind! Die Heilung. Okay, ich bin dran. Megafaustschlag. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Sind jetzt beim Park. Ja, gehen wir mal durch. Hätte ja sein können. Da haben wir noch ein Beutelchen. Der Friedhof.
Da wohnt Fried auf dem Friedhof. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Nein. Nicht dunkel, Onkel. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey. Ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau. Ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Aber hallo, die Musik mir doch mit links. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Langsamer Tag 9, was du denn erkennen kannst. Ja, das wissen wir schon. Und dazu gehen wir hier hin. Wobei, wir könnten... Wollen wir Popo-Tatschen spielen? Ich fang an. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Wo ist auf einmal das Kind hin? Mann, dieser Priester mag Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du vielleicht wirklich ein Handtuch. Schlag mich. Ha! Komm raus, wo immer du bist. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Das mag ich. Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Du bist eine Sünde wert. Hier, kleines Kindchen, komm raus zum Spielen. Ja, er ist richtig auferstanden. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Ich habe niemanden, dem ich Gottes Liebe geben kann. Okay, los. Komm raus, wo immer du bist. So. Dann noch ein bisschen an. Oh, du willst es wohl auf die harte Tour. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren?
zieht sich das Ding aus dem Popo. Ha! Willst du nicht mit mir in den Himmel? Nicht mal einen Kratzer. Ja. Stufe 3. Ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Ihr wisst, was das heißt. Da kommt Jesus. Ja. Der im Eisengewand. Und wie auch in The Stick of Truth, also in Stab der Wahrheit, wird er uns auch hier in diesem Spiel schützen. So, können wir da wieder rein? Okay. Bist du besessen? Ich melde mich, wenn du bereit für den nächsten Schritt bist. Ups. Gut, sonst gibt's ja nichts da. Nicht. Jetzt zwischen den Bänken. Da liegt irgendwas. Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Cool Ende. Sorry, ich mach nicht mit jedem Selfies. Was bist du denn, ein New Yorker Moderedakteur? Geh schon durch. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken, Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Oh, wen haben wir denn da? Noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer.
Habe ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Hey, buddy. Gegengift. Wiederbelebungsserum. Zwei her. Dann haben wir da dreimal Gott. Und hier können wir auch noch was herstellen. Brauchen wir diesen Kleber, ne? Gasskleber, okay. Rückstoßkombo. Ist jetzt Rückstoß-Kombo-Schaden? Wird er dann zurückgeworfen, wenn ich ein Kombo habe, oder? Ja, das Effekt ist ja schon auch geil.
gebe ihm einfach mal. Hey, warte. Ausgerüsteten Teile behalten, Mann. Na, ja. Genau. Okay. Das wollte ich wissen. Hey, warte. Kauf. Kauft und verkauft es für 2 Euro. 2 Dollar. Obwohl es zusammengecraftet ist. Naja, gut. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Oh. Thank you.
Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Hey, eine Hand wäscht die andere. Also, warum lauft ihr hier herum? Haltet ihr euch für kleine Superhelden-Selbstjustizler, so wie Ben Affleck? So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langem Sandwich zu verschlucken. Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Ich will umsatteln, zu viel Verbrechen. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln, wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. So, da waren wir nicht.
Kommt dir die Höhenluft nicht? Soll ich dir einen Therapeuten organisieren?